So, ein wunderschönes herzlich willkommen zurück zu Clicker.io. So, ja, und einmal Vollbild. So, mal gucken, wo wir mittlerweile gelandet sind. Ich hab auf jeden Fall schon gesehen, 1E1000, Mann, schon wieder, also das Tausendfache haben wir nicht erreicht. Aber mehr als das Hundertfache. Was ja auch schon zumindest dafür sorgt, dass wir direkt in der dritten Ascension hier Ancient Souls bekommen. Was nicht schlecht ist. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier habe ich soweit alles bereits durchgehabt. Dürfte sich also nicht mehr so viel ändern. Ne, nicht wirklich. Wie sehen denn aktuell unsere Stats aus? 50% Primal Chance ist extrem gut. Alles andere ist, naja. Vor allem das mit dem Monstern pro Zone, das ist erst recht so, naja. Ja, es geht definitiv besser. Aber alles andere sieht eigentlich soweit gut aus. New Treasure Chest Chance könnte auch noch ein bisschen höher sein. Ist ein richtiger Zungenbrecher, ne? Treasure Chest Chance. Was? Ja, komm ich her. So, hier haben wir was zu machen. Weitestgehend. Dass man hier immer erstmal auf Check-in klicken muss, ey. Yay. Ich hab das übrigens tatsächlich so gemacht, dass ich den hier gelockt habe auf Level 3. Jetzt muss ich allerdings merken, ich habe jetzt den Boss, diesen Level 3 Typen, tatsächlich jetzt mit einem einzigen Konto besiegt bekommen. Also hier mit meinem Hauptkonto, mit dem hier. Weil eben, ist er jetzt quasi dreifach so stark. Das heißt, wir könnten durchaus doch noch ein paar Level hochgehen. Aber das mit dem, an sich mit dem Locken, ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Nur halt nicht schon auf Level 3. Das hier habe ich natürlich auch gemacht. Ich würde aber fast sagen, dass wir uns das mal hier aufheben. Weil ich weiß nicht, wie viele Ascension ich jetzt heute und morgen schaffe. Und vielleicht machen wir morgen Abend schon die nächste Transcension. Und dann hätten wir quasi für morgen, von heute und morgen quasi den Reward. Ne, als Hero Souls quasi. Von daher lasse ich das erstmal, weil die für Hero Souls bringen uns jetzt sowieso gar nichts. Also wäre ja sowieso Verschwendung. Von daher, wie gesagt, lasse ich das mal. Genau. Hier sieht es relativ gut aus. Wir haben schon 240. Nice. Ja, ansonsten. Ah ne, den Boss schaffen wir schon nicht mehr. Machen mal so und so. Gucken. So sollte es klappen. Bringt aber auch nicht allzu viel, ist ja nicht mal Primal, von daher leck mich, komm, ficken. So. Das heißt, zuallererst würde ich mal euch durchstarten lassen. Ja, komm. So. So. Ihn um. Ne, 10 Level ist zu teuer. Ich mach mal 7 Level, dann ist er nämlich genau auf Level 25. Und das ist so preiswert, das kann man definitiv machen. So, das heißt, die schicke ich auch um 7 Level hoch. Bam. Jetzt haben wir schon 6 Monster, jetzt haben wir nur noch 4 Monster pro Ebene. Und die anderen schicke ich dann alle auch auf Level 25, wobei es könnte sogar noch ein bisschen teuer sein. Warte kurz, wir haben 3,1 und jetzt haben wir nur noch. Ja, okay, okay, dann geht das ja doch. Dann geht das ja klar. Viel mehr haben wir auch gar nicht mehr, sehe ich gerade. So viele haben wir gar nicht im Einsatz. So, dann das nächste, das hier. 1, ja gut, das geht auf jeden Fall klar. Die Frage ist nur, wie hoch. Boah. Also bis 10.000 geht es auf jeden Fall.
Dann mache ich das mal auch mit dem V. Geht dann auf jeden Fall schneller. Bam. Bam. Na komm. Bam. Bam. Hier muss ich mal gucken. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Hier würde ich erstmal nur 700 machen auf 1000 und dann erstmal weiter gucken. 1000. Ja, ja. Spätestens ab jetzt wird es nämlich langsam teuer. Ich würde mal sagen, 3000 reicht aus. Erstmal. Andererseits, mal gucken, ob wir noch was anderes haben. 1000. Wie viel kosten 10.000? 1,5 E8. Ja, dann macht es mehr Sinn, die alle auf Doppeltes zu heben. Vor allem die ganzen, die hier DPS erhöhen. Also dich zum Beispiel auch noch. Bumm. Gold könnten wir auch machen. Das wären dann 4,5 E8. Ja, dafür haben wir aber das, ne, das Achtfache an Gold. Das lohnt sich auf jeden Fall schon. Jetzt können wir vielleicht noch mal gucken, ob wir den hier doch noch ein paar Level erhöhen. 2 E8 können wir machen. 3 E8 wird schon kritisch. Würde ich aber tatsächlich... Nee, es macht keinen Sinn. Da würden wir ihn um 25% anheben. Verlieren hier aber 25%. Nee, 20%. Aber also das macht hier nicht wirklich. Nee, lassen wir. So. Haben wir noch irgendwas, was wir mit in unser Team holen können? Mit Elite. Achso, komm, machen wir hier erstmal. Damit das hier nicht so ein Stockern gerät. Lalala. Tja, jetzt sind wir mittlerweile in dem Bereich, wo wir echt kaufen können, wie die Bekloppten. Obwohl uns das Geld nicht mehr ausgeht. Ist natürlich irgendwo nice, ja. Kann man schon echt machen. Du nach da. So, was ich jetzt hier, genau. Wie gesagt, ne, also so macht das jetzt zum Beispiel würde halt vielleicht sogar schon irgendwo Sinn machen, weil das sind ja auch Skills, die wir einsetzen können ohne Klickschaden. Von daher. Das Problem ist halt aber auch, dass hier halt auch, ne, die sind, die sehr teuer wären. Das heißt, wir würden die auch auf maximal Level 20 leveln. Und das wären dann 30 Sekunden, ne, 50 Sekunden plus, oder? Weil pro Level steigt er um 2 an. Er hat bereits 10 plus, was wahrscheinlich an irgendein Dingsbums, da oben liegt. Normalerweise würde ich mal sagen, immer 2 Level. Das heißt, bei Level 20 wären das dann 40 Sekunden plus die 10 Sekunden, die er so schon hat, warum auch immer. Sind ja quasi, naja, fast eine Minute. Power Search für eine Minute. Ganz ehrlich. Warum nicht? Dann machen wir auch noch den Typen, der uns mehr Gold gibt. Was wäre das eigentlich sinnvoll? Ich meine, bisher hat er nicht wirklich Sinn gemacht, weil bei Level 5 hat er halt gerade 5% abgezogen. Andererseits, wenn wir jetzt ihn aber auch gleich auf Level 20 hieven könnten, ich nehme ihn einfach mal mit ins Team. So, Clickstorm, nein, Critical auch nicht. Metal Detector war doch das Ding, was erhöht, ne? Wait a second, Metal Detector, genau, ist er. Also der auf jeden Fall. Und dann wollte ich gerne noch... Nö, alles andere bringt nichts. Genau, ist bloß das hier, was mehr Gold gibt und mehr Schaden macht. Weil alles andere hier ist Klickschaden, ne? Das ist auch Klickschaden. Also, kein Klickschaden, aber bringt nur was beim Klicken. Und das hier genauso. Da habe ich letztens gar nicht gescheckt, ne? Ich habe das Ding letztens gesagt, dass der auch was bringt, aber ist ja 1200% Click Damage. Also bringt das uns auch nichts. Das Einzige, was uns ohne Klick wirklich bringt, ist, ja, 4 und die 2. Die beide. Also Power Search und Golden, Metal Detector.
sind die einzigen Sachen, die uns wirklich was bringen. So, und die, wie gesagt, hieven wir jetzt alle mal auf 20. Bom, ja, siehst du, 50 Sekunden, gut gerechnet. Na gut, war jetzt auch nicht so schwer, zugegebenermaßen. Du bist dann auf 40. Wo ist V? Da ist die V. Bam. So, bei dir würde ich gerne mal sehen, wie du skalierst. Ah, doch, bleibt ungefähr bei einer Sekunde pro Level. Weil er hat etwas weniger als eine Sekunde, seltsamerweise, aber es haut doch ungefähr hin. Ne? Naja, das heißt, wir spannen immerhin, ne, 20%. Ist aber quasi da damit genauso, wie wenn wir hier irgendwo mehr Gold bekommen würden. Von daher können wir den hier durchaus, ne, 20% quasi geschenkt, weil, ne, wir haben jetzt so ungefähr 2E6 ausgegeben. Ja, das ist von dem, was wir haben, Witz. Von daher können wir das auf jeden Fall machen. Das geht schon klar. So, damit haben wir hier sowieso nichts Neues. Wir sind immer noch bei 50%, ist ja langweilig. Gut, hier ist auch nichts. Hier haben wir alles. Denke ich jetzt einfach mal. Schon 6% auf 10-fach Gold. Das ist nicht schlecht. Aber es kommen hier keine goldenen Taler. Hä? Wieso kommen hier nur gelbe? Ach doch, jetzt. Okay. Dachte gerade schon, man bescheißt uns hier gerade. Genau, das hier ist dann erst für morgen. Ach, guck mal, der ist aktiv. Ah, sehr schön. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das hier überhaupt noch irgendwas bringt. Ich bin mittlerweile echt am Überlegen, ob wir nicht einfach direkt irgendeins der anderen machen. Es ist halt eigentlich einfach so, ne? Es ist so. Also. Es ist ein bisschen traurig. Ah, komm, hier. Wenn wieder alle sterben sollten, dann ist es halt so. Ist aber echt noch nie passiert, Alter. Also, ich weiß nicht, ob die das bei Version 1.12 verändert haben, aber es muss ja irgendwie, weil ganz ehrlich, wir sind bisher noch nie einfach alle komplett abgestorben. Und jetzt, seitdem ich Version 1.12 spiele, was ja noch nicht so lange ist, ist es bisher jedes Mal passiert. Weil ich hatte einmal einen temporären Teststand eröffnet, da sind mir alle abgestorben. Und das hier ist jetzt quasi der zweite Durchlauf, wo wir direkt von Null beginnen. Und da sind mir auch jetzt alle abgestorben. Also irgendwie haben sie da entweder in 1.12, das ist mir auch, wie gesagt, allgemein habe ich so subjektiv das Gefühl, dass hier manche Sachen echt rebalanced wurden. Voten, klar. Ne? Also, dass hier so manche Sachen, ja, doch ein bisschen, ein kleiner Tweak da, ein bisschen da, ein bisschen geändert, Aber in den Patch Notes ist davon nichts zu lesen. Also, jetzt weiß ich nicht, ob das quasi für die nicht erwähnenswert war, oder ob das Änderungen waren, die gar nicht geplant waren. Ne? Stichwort Bugs. Kann ja auch immer mal passieren. Bin ich echt ein bisschen überfragt. Ja. Bin ich echt. Na gut, was soll's. So. Da brauchen wir ja gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. Es ist halt einfach so, dass uns die abgestorben sind. Warum, ist jetzt egal. Ja. So. Da siehst du, nein. Die Mission hier werden gar nicht mitgezählt. Alles wird gezählt, aber die Quest, die wir die ganze Zeit machen müssen, wird natürlich nicht gezählt. Das heißt, laut der Statistik haben wir gerade mal 2 Missionen geschafft. Obwohl wir mittlerweile, weiß nicht, weit über 10 Missionen gemacht haben. Das ist.
Heftig. Es ist so krank, Alter. Ist... Ach Gott. So, das hier ist sowieso Schwachsinn. Hier wird mittlerweile plus 3. Wie sieht's denn hier aus? Wir hatten jetzt hier, naja, das Hundertfache. Das heißt, angenommen, wir bleiben bei dem Hundertfachen, dann bekommen wir jetzt quasi für die nächste nochmal 10 hinzu. Was jetzt auch nicht so viel ist, wenn ich mal ehrlich bin. Wir hatten ja gesagt, wir müssen hier auf, was hatte ich gesagt? 60? Nee, oder 55. Nee, genau, doch 55 müssen wir. Wir müssen auf 55 kommen. Da werden wir definitiv noch mindestens zwei Transhändchen für brauchen. Also jetzt die hier und dann noch eine. Außer wir liegen jetzt wirklich so gut in der Führung. Tja, ich weiß ja auch nicht, vielleicht sollten wir uns doch nicht komplett auf Idlen verlassen. Ach, das ist alles so, so viele Fragen. So viele Fragen. Ich würde mal sagen, so wie es jetzt gerade ist, damit bin ich eigentlich relativ zufrieden. Wir lassen das also auch mal tatsächlich so. Achso, siehst du, was ich noch machen muss, sind die ganzen Guilds. Die hatten wir beinahe vergessen. Da kamen ein paar zusammen. Oh, alle schön gelb. Sehr gut. Danke. Wow. Oh, gut, das Doppelte. Also mehr als das Doppelte sogar. Das ist schon mal nicht schlecht. Da hat unser Frostief ordentlich Power. Wie viel hat er? Oh, 1E7 an Damage Zuwachs. Das ist. Das heißt also, 1E7 wären 1E5 als Faktor und damit hätten wir quasi das 10.000, nee, das 100.000-fache als Damage. Ja, das ist schon nicht, das ist schon nicht schlecht. Ich verstehe auch nicht, warum. Ne? Ich meine, okay, wäre vielleicht zu viel Arbeit, aber ganz ehrlich, man könnte doch unten auch, also bei diesen ganzen Prozentangaben, könnte man doch auch einfach eine Funktion hinzufügen, die quasi, ne, wenn der Wert quasi angezeigt wird, dass da eine Funktion ist, die quasi diesen Wert interpretiert und wenn der Wert ja zum Beispiel über 10.000% ist oder über 1.000%, dass dann der Wert einfach durch 1.000, durch 100 geteilt wird und das Ganze als Faktor dargestellt wird. Weil ab so großen Zahlen wie mit, ja, weiß nicht. Also 1E7, ne, das sind 10 Millionen Prozent. Wem interessiert, ob es nur 10 Millionen Prozent sind, wenn man es auch einfach als Faktor 100.000 darstellen könnte? Damit kann man wesentlich besser was anfangen. Wie gesagt, bei so kleinen Werten, ne, also ich sage mal, wie gesagt, so bis 1000 Prozent, da macht es in Prozent vielleicht irgendwo schon Sinn. Aber spätestens ab 1000 Prozent könnte man umswitchen. Was? Nur 99,99% des Gesamtschadens? Was ist denn hier los? Ach, jetzt hat er 100. Ich wollte gerade sagen, ja, ne? Ich wollte gerade schon nachfragen, ja, ne? Wie die Kavallerie rufen. Oh, ein Fisch. Ha, Fischi Fisch. Oh, kein Dingsum. Ach, siehst du, was wir noch machen könnten tatsächlich? Wir könnten vielleicht doch den Typen holen, der uns diese doppelten Rubies gibt. Muss man jetzt gucken, das war doch diese komische Stahlgitterkonstruktion. Das Ding hier. Genau. Ja, gut, okay, Stahlgitter, also, ja, okay. Ich hab's irgendwie, dass diese schwarzen Dinger hier Luft sind, also dass es quasi nur Gitter ist, gerade in Erinnerung gehabt, aber dem ist offensichtlich nicht so. So, du kommst mal auf Level 20. Bam. Ja, heißt also, jedes fünfte Mal haben wir 2 Rubis. Bringt nicht so viel, aber ganz ehrlich. Lieber haben als nicht haben. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir machen doch mal auch, dass wir auch. Ich will diesen Fisch haben. Danke.
Wir machen vielleicht doch auch mal ein bisschen Click Damage. Wir verbrauchen, wir opfern da aber nicht so viele Ancient Souls. Hero Souls. Das heißt, wir verteilen die Hero Souls erstmal auf die wichtigen, die wir haben. Und die für Click Damage, die machen wir dann nur noch ein bisschen hoch? Fragezeichen. Würde das. Nee, ich weiß nicht. Würde das was bringen? Macht das Sinn? Doch eigentlich? Weil wir dachten, da können wir quasi nach dem aktiven Klicken, nach dem passiven Klick meine ich doch, noch ein bisschen aktiv nachdrücken, aber so viel bringt es ja auch nichts, oder? Eigentlich nicht. Ne, lassen wir erstmal. Ne. Jutchen, dann würde ich mal sagen, beziehungsweise, da können wir ja mal dann in der nächsten Folge nachgucken, ne, wenn wir dann quasi anfangen, wirklich zu stocken. Also, logisch, weil sonst würde ich die nächste Aufnahme gar nicht starten. dass wir dann, wenn wir merken, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, dann vielleicht doch nochmal die anderen Passaktiven holen und dann auch zu aktiv umswitchen. Ob uns das wirklich direkt wieder in die Instakill-Phase schleudert und wenn ja, wie lang diese dann ist. Das könnte dann zwar natürlich wieder den zeitlichen Rahmen der nächsten Folge sprengen, aber. Pff. Für die Wissenschaft. Quasi. Gut, dann speichern wir das Ganze mal. Und ja, dann würde ich mal sagen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.